Hier jetzt nach Friesack. Das ist jetzt die andere Seite der L17. Die geht jetzt bis nach Friesack. Also jetzt fahren wir immer weiter rein in Land Brandenburg. Ich drehe aber dann da oben wieder ab Richtung Stadt Brandenburg. Tja. Ich weiß aber auch nicht, die Strecke ist auch nicht besonders lang. Ist auch nur so eine kurze. Wir schon in der Ostprignitz? Nee. Das ist ja alles noch Havelland. Weil hier oben geht es zur Ostprignitz hoch. Und zur Prignitz. Da sind wir schon im Norden von Brandenburg. Aber das ist noch ein Stückchen weg von hier. So ein weites Stück weg von hier. Nur wegen, weil irgendwie. Ah ne, erst kommt die Ostprignitz, dann kommt die Prignitz. So. Genau. Die Straßen sind hier auch immer die schlimmsten, die gibt hier. Ey. Zumindest in den Dörfern sind die Straßen immer so kacke. Meist. So. Oh, Alter. Ey, das ist doch nicht normal. Das ist doch wirklich nicht normal. Jetzt fahren wir, stimmt, hier kam ja dieser riesige Wald, durch den wir jetzt fahren. Da gibt es auch einen See irgendwo. Aber fragt mich nicht wo. Was sind das für blaue Säulen hier? Habe ich ja noch nie gesehen. Hier sind irgendwelche blauen Säulen, sind aber keine Blitzer. Was ist das? Aus der Prignitz vor mir. Wer hält da die alten Wohnwagen hier? Ja, jetzt fahren wir den Wald drin. Leicht bergig, also hügelig eher. Aber den kannst du nicht Berge nennen, das ist mehr. Das sind keine Berge, das ist einfach nur. Hier steht aber Goldberg. Hier ist irgendwas Besonderes, zeigt mein Navi hier an. Irgendwas ist hier. Einfach angegangen da gerade.
bin doch schon rum hier. Ich finde die Landschaft hier so geil. Du bist hier, wie wenn man in den Bergen ist, bist du hier eingeschlossen vom Wald. Hier kommt jetzt der See gleich. Boah, jetzt kommt hier so eine krasse Kurve. Ich bin die Strecke hier auch bisher nur 2-3 Mal gefahren. Boah. Ja, jetzt kommt das hier, dieser Abschnitt. Hier ist der See. Herrlich. Das ist so das Schöne. Das ist das Schöne an die Heimat. Oh, schöner See hier. Das ist wirklich ein Traum. Das ist wirklich ein Traum. Dann sind wir in Friesack. Und da geht die 17, glaube ich, sogar noch weiter Richtung Norden, aber da fahren wir jetzt nicht weiter. Ja, das mache ich jetzt auch nicht. Wir fahren jetzt dann wieder runter Richtung Brandenburg. Muss ich mal gucken, wie ich da fahre. Fast nur durch den Wald auf der Strecke. Zum Beispiel die Strecke hier ist wie die Strecke jetzt, wenn du von Brandenburg nach Cesa fährst. Da können wir irgendwann mal langfahren, aber da ist wirklich nur Wald. Also wirklich. Da kommt vielleicht mal ganz kurz eine Fläche Wald und Wiese, also Wiese, und dann kommt nur noch Wald. Ja. Oh,
Rutsch los. Hätten nur da hinten hinstellen können, ehrlich. Also wirklich jetzt. Musst hier die ganze Kacke 50 fahren. Da hätten sie doch hier vorne, hier. Hier hätten sie das hinstellen können. Ehrlich. Genau, und auf der anderen Seite Richtung. Was weiß ich, was da steht. Ich sehe das nicht. Da können wir beim nächsten Mal weiterfahren. Also, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, ich bin auf Tour. Willkommen in der Stadt Frieser.